Hallo, Tag zusammen, Huglü. Welches X wird gewinnen? Ich habe auch mal eine Umfrage gestartet. Jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Welches X wird gewinnen? Nein, das oben muss gewinnen. Hi. Wie geht's? Kussi. Ich kann ein bisschen lauter machen. Schönen guten Abend. Und Driver, Dankeschön für Luisa im 14. Monat. Küsschen aus der Nachbarschaft, Küsschen zurück. Mahlzeit. Scheiße, wie lange geht denn das jetzt? 5 Minuten, glaube ich, ne? Ich bin jeden Tag hier ab 19 Uhr. Jeden Tag 10 Stunden Stream. Bis zum Erbrechen. Wahrheit. Nix, Lugner, Wahrheit. Hi. Und Savio, danke schön für den Prime im 44. Monat. Komm dir jetzt, danke schön. Danke für den Support. Danke. Verlustig mit den Abstimmungen. Ich habe ein neues Feature entdeckt für mich. Young Jubaui, danke schön für den Prime im 7. Merci. Hi, wie geht's euch, Chat? Heute 12 Stunden Stream confirmed. Boah, wenn ich das mal durchhalten könnte. Aber ich bin alt. Ich kann das nicht. Bald Predictions. Okay, das X in der Mitte scheint zu gewinnen. Klar bin ich alt. Ich bin schon 45, Alter. Zu meiner Jugend damals gab es sowas nicht. Du 6 Stunden, ich 6 Stunden. Können wir mal machen. Chat, wie geht's euch? Was machen? Okay, keiner schreibt. Ich komme mir doof vor. Egal. Joki, vielen lieben Dank für den Gifted Sub an Crunchel G. Dankeschön. Suppi geht's uns selbst. Mir geht's auch gut. Mir geht's auch gut. Mir geht's echt auch, ja, mir geht's gut. Wir werden uns heute aber wieder, wir werden heute doch nicht Big Peanut spielen. Ich hab irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie habe ich gerade den Fokus auf das, was bei Curtis da passiert. Auch wenn das jetzt gerade langweilig ist und bestimmt auch die nächsten Tage, was heißt langweilig, Alter? Eigentlich ist das gar nicht langweilig. Eigentlich ist das einfach ein normales RP. Aber ich will mich mehr darauf konzentrieren, was da noch kommt. Der Güffi da, was jetzt angefangen hat mit dem Record-Label und so. Ich will das einfach mal so RP-mäßig durchziehen. Wir haben so lange auf Unity da gespielt und scheiß Gang gegen Pommes gehabt, Alter. Ich will einfach RP'en und was Cooles RP'en und ein bisschen rumdrippen. Erdnuss wird auch ausgepackt, aber er hat nicht crime können. Business gehört das, Alter, mit normaler Stimme. Ich werde das nachher bereuen, ich weiß das. Weil ich dann wieder durchkriege und sage, boah, ich weiß nicht, was ich machen soll zu mir selber. Aber egal. Wir müssen da raus, Chat. Wir müssen da raus. Mila hat auch momentan mehr Bock auf Mila als auf Twinkie. Also weiterhin Kreis-RP. Da, ja, wir versuchen da auszubrechen. Es kommt ja, dauert nur halt ein kleines bisschen noch, es kommt ja wieder was auf uns zu. Da mit den kompletten Closes-Dingen und mit dem Shop kommt auf uns zu, dass wir da in dem Dings da die Sachen verkaufen und per Telefon bla bla bla. Pinsel im Stich lassen. Ach, Pinsel gehört doch, Mann, Alter. Junge, Pinsel gehört doch schon fast zu unserer Bubble, Alter, so oft wie Mila den anschleppt. Der kam doch gestern auch einfach auf die Hood-Party dazu von Cody. Nee, Scum-RP ist nichts für mich, ich mag das Spiel nicht. Wir versuchen da auszubrechen, Chat, ich versuche es. Wenn es nicht klappt, haben wir immer nur Peanut. Aber ich setze mich selbst immer unter Druck oder setze mir selbst die Flusen im Kopf, dass ich mir so einen Druck mache von wegen, gerade ist zu langweilig, ich nee, nix singe. Das ist einfach RP. Und man weiß nie, was passiert. Was geht ab, Batman? Bobby! Bobby!
Pinsel Gang Praktikum. Luxusproblem. Spiel das, was dir Bock macht, und dann wechselst du eben. Und gut, genauso sieht's aus, Sello. Aber da muss ich manchmal so Sachen lesen wie, ah, dann weiter Kreis der P. Ne, Herr Schattenwolf? Ne, Herr Schattenwolf? Danke. Mr. Disgusting, danke schön für die Weasel am 7. Ja, Yuki, ich bin ganz ehrlich, Alter. Ich bin geschädigt. Ich bin nur dumm. Ich bin dumm as fuck. Ich mach mir selbst den Druck. Wir könnten mies abchillen, Alter. Irgendwann passiert immer irgendwas so. Man kann das eh nicht beeinflussen, nicht mal auf Peanut. Klar kann ich mit Peanut hingehen und Welle schieben und Faxe machen und so. Toll. So, und vielleicht kriege ich mit Peanut auch schneller Kontakte. Aber ich habe das dicke Gefühl, und das hatte ich gestern nach dem Stream, also ich habe darüber nachgedacht, langsam löst sich das ja so vom Junkie-Park und von diesem Gang-Ding so. Und langsam kommen wir ja unter Leute, ne, was mein Problem vorher war. Allein durch die Klamotten und so. Das ist, ich will abdrippen, Alter. Wir gucken mal. Mir ist das ja nach wie vor Schnutzpiep, wer da auf dem Bildschirm rumwurstet. Solange der Typ vom Monitor der gleiche bleibt, ich bleib immer der gleiche Oma. Und von Neros, Dankeschön für den Wieser im 36. Monat. Und Ivan, Dankeschön für deine Bits. Nimm meine Hand, Chat. Wir versuchen. Ich versuche so gut wie möglich Spaß für uns alle zu kreieren, okay? Für dich. Würde ich dir auch sagen, aber streamst du nicht mehr, Güffi. Pina trotzdem for the win. So, ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Tag. Euch geht's alle gut. Was sagt der? Was will der von mich? Peanut ist mir egal, aber Haschisch! Ivan, danke schön nochmal für 100 Bits. Warum wird das nicht angezeigt, Alter? Ich hasse Stream-Elements, ne? Nein, ich hasse die nicht. Ich bin mit denen so. Irgendwie, ich bin da in dem All-Star-Team drin oder sowas. Ich weiß zwar nicht, was mir das je gebracht hat oder was die Kooperation bringt, aber wir sind trotzdem so. Wir kommen hier auch hin, wenn einmal Stream nur Knast gehockt wird und nicht geredet wird. Wir sind hier, um dir Geld zu geben. Ach so, Timmer. Ach so, ja. Ich warte auf Ifta, Bruder. Ach so, ihr seid hier, um mir Geld zu geben. Ja. Oh, Jinx ist auch mal wieder da. Alle haben sie mich verlassen, die guten Seelen. Stream stirbt schon wieder seit 2018. Nein, meine Zahlen gehen runter. Hilfe! Ich bin nicht mehr Internet-Fame. Hilfe! Ich schwör bei Gott, ich könnte schwören, ich hatte irgendwo Nasenspray. Nasenspray, das macht süchtig. Wer macht eigentlich die Klamotten? Die Models an sich sind viele, viele, wir haben, also ich habe so Connections zu welchen. Die Models machen andere Leute, aber teilweise machen wir, ich kann mal spoilern, das ist ja nicht so schlimm. Moment. Die Texturen, wir machen Texturen und kreieren so ein bisschen. Ich hoffe, man kann da draufklicken. Das ist jetzt zum Beispiel die Travis Scott Jordans, eine Textur davon, extra für unseren Laden. Und du? Nee. Das kannst du vergessen. Ab mit dir. Ja, die Texturen, das klatschen wir. Da sind wir sehr fleißig. Vor allem Dexus bei den Texturen-Sachen. Der ist ja voll hässlich. Du bist hässlich, Junge. Nein, du bist hübsch. Jeder Mensch ist hübsch. Fire Ossi, vielen lieben Dank für 2 Subs im Voraus. Dankeschön. Mach Hot-Typ, stream, dann geht hoch. Nee, scheiß drauf, lass dem sterben. Hauptsache, wir haben Spaß. Beim Untergang wird nochmal richtig gefeiert. Das eine und wenn dann von ja, dieser von mir, huldig mir. War ein guter Benenner, ja. Was geht ab, Schwester Kusch?
Und Timmer, Dankeschön für den Gifted-Zap an Jakres 13. Oh, der Student gibt Geld aus. Hör mal, dafür hättest du 2 Schwarzlöwentruhen-Schlüssel bekommen. Oder sogar 4, Junge. Was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Boah, ich kann in 2 Stunden erst was essen. Brüders, durchhalten. Ja! Ja! Was machen? Die Website ist auch mega sick geworden. Schade, dass er kein V-Account hatte. Baut er doch ein, hat er gesagt. Soweit ich das verstanden habe. Mr. Einhornpilz, vielen lieben Dank für den Prime im 3. Monat. Jetzt kann ich auch mal gönnen. Dankeschön. Ich habe nichts zu erzählen. Wir haben uns gestern schon gehört. Ich mache so eine Düfkälzchen hin und dann gehen wir ab in den Pimmels. Gibt es heute wieder Döner aus der Mühlen? Nee. Heute gab es, wie heißt das? Baguettebrot mit so Thunfischsalat. Und ein bisschen Käse und so schöne Salatblätter. Sowas. War voll lecker. Aber ich habe ein bisschen Bauchschmerzen. BVB Micha 86, ich bedanke mich recht herzlich für die 5 Gifte Zaps, Mann. Vielen lieben Dank für den Support. Und BVB ist gut. Besser als Schalke. Ja. Was hattet ihr denn heute zu essen? Boah, Thunfischsalat ist der Shit, ich sag's dir, Oma. Kannst für mich mal Inner Circus Roller machen? Kann ich machen. Boah, weh, das ist Kacke. Ich kenn das nicht. Chicken Nuggets, Kartoffelbrei, Erbsenmöhrchen. Erbsenmöhrchen, oh mein Dick, Alter. Hast du gedacht, Max? Nämlich nie wieder Student. Du bist Student, Junge. Bei uns gab es Schnitzel. Schinken, Käse, Nudeln und eben überbackenes Baguette. Ja, Mann. HSV Beste. Ich bin kein Fußballfan, Chat. Ich bin von, glaube ich, keiner Sportart großartig Fan. Und ich gucke auch nur den Super Bowl oder die WM. Ich bin Azubi, kein Student. Lüge! An diesem Tisch wird nicht gelogen, Junge. Aus, Peanut! Böse! Werbung, boah, wie oft habe ich das jetzt schon gelesen? Subs sind nicht mehr werbefrei seit... So. Hallo, Daynight. Boah, Daynight ist auch da. Da freue ich mich. Daynight, du... Nee, warte mal. Wer war das? Ich glaube, Daynight war das. Du hieß doch früher Session, ne? Also ich bin mir ziemlich sicher, oder war das Why So Serious? Heute Erdnuss, Eddie, Klamotten, Curtis oder Moped Mirko? Moped Mirko, Junge. Was geht ab, Stancy? Hab ich vorhin schon gesagt, heute machen wir Klamotten, Curtis. Ich hab da Bock, irgendwas im RP zu machen. Und irgendwie aus dem Kreis auszubrechen. Und aus dem Park und aus dem Crime, Gangster, Ging-Ging-Scheiß. Ich habe zwar gestern gesagt, wir machen Peanut heute, aber ich ändere meine Meinung. Und ich weiß, dass ich die nachher bereuen werde. Wahrscheinlich. Aber Zähne zusammenbeißen und durch. Ab in die Permis dann. Nope, ich war das nicht. Dann war das Why So Serious. Hallo, oder Fighting. Was kostet Turbo? Boah, ich bin mir nicht sicher. Wer ist ein Turbo, Toni? CSGO LKS, Dankeschön für den Prime 13. Monat. Vielen lieben Dank für den Support. Ich küsse deine Augen. Hi. Meinung Deutschen. Geil, hallo, ich bin Deutschmeister.
Ich ändere jede 5 Sekunden meine Meinung. Trotz, dass der Schar die Hintergrundgeschichte hat, ist das so schwer aus dem Crime raus, oder? Nicht Crime, sondern aus diesem Gang-Junkie-Pack-Ding. Wo wir momentan am Ausbrechen sind. Ich glaube, ich habe in der letzten Zeit mit Curtis mit noch nie so vielen Leuten geredet. So durch die Klamotten halt und so, ne? Man sieht da so ein bisschen Veränderung und ich möchte dafür kämpfen, dass das sich verändert. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Nein. Das war ja mein großes Problem mit Curtis. Ich hatte keinen Kontakt nach anderen Leuten, so immer nur in der eigenen Truppe und... Ist das schwer, die Klamotten-Style zu machen? Nein, Schattenwolf. Schwierig ist das nur, die zu testen mit dem Torso, also mit den Armen darunter, einen passenden zu finden, was zum Replacen zu finden und dann die Datenbankanträge. Das macht Muffin zum größten Teil alles. Ja, hast du aber Grim Bastards ist halt Event, ne? Da kann ich nicht einfach drauf einloggen. Ich kann nicht einfach auf Jesus einloggen und da rumappen, das geht nicht. Nur wenn es ein kleines Event irgendwie gibt und da mindestens 6 Leute daran beteiligt sind. Gibt's da Free Procs für? Ne. Gibt's bestimmt. Müsst ihr euch den Juri-Streamer angucken, der bastelt momentan auch an Klamotten rum. Der hat sogar von Peanut die Klamotte rausgemacht, hat man für die GTA Online-Charakter, dass man die quasi dick machen kann. Dass man dafür kein Pad benutzen muss. Naja, die Mucke ist geil. Was für ein Kackimult hat die Klappe, Timmer. Lohnt sich die Serie Sons of Anarchy? Boah, Bruder, na klar, Alter. Also ich bin kein großer Seriengucker, aber Sons of Anarchy habe ich geguckt und Breaking Bad. Und hier das mit der Drachenlady, die da von dem Zentaure gebechbert wurde. Das mit die Ritter da, ich weiß nicht mehr wieder. Game of Thrones. Haus des Geldes fand ich voll langweilig. Was geht ab, Atmo? Mein kleiner Künstler. Ich hoffe, dir geht's gut. Junge, Haus des Geldes war so langweilig, Alter. Bist du Fax, Haus des Geldes? Der Wahnsinn. Absolut langweilig. Bestens. Danke und selbst mir auch. Alles gut. Absolut der Wahnsinn, Junge. Geschmacksverkalkung oder was? Was geht ab, Da Vinci? Junge, da bin ich andauernd eingepennt bei der Serie. Game of Thrones war echt nicht so meins. Die erste Staffel davon ist nicht so cool. Beziehungsweise ist es langweilig, weil du die ganzen Charakter kennenlernst, aber dann geht's ab, Junge. Aber es ist halt eine Geschmackssache, Shit. Was soll man machen? Allein wegen Tokio ist so hart. Mein Gott. Bei Haus des Geldes bin ich immer eingepennt, Da Vinci. Oder wie die Kacke heißt. Junge, wir müssen mal richtig süßen Mädels machen mit Teelicht Haus des Geldes, Alter. Wie kann das diese... Ginnig, Züge. Sons of Anarchy ist richtig Killer.
was ist das denn für eine dumme Kacke? Die nehmen nicht mal Leerzeichen an. Ich habe mir voll die Mühe gegeben. MayaMMC ist auch gut. Hab ich aber noch nicht eine geguckt. Hä, die nehmen nicht mal Leerzeichen an. Wie doof ist das denn? Narcos ist auch gut. Ja, Chat, versucht mal alle gleichzeitig hinzukriegen, also gleich hinzukriegen. Schafft ihr eh nicht. Was, hallo, was geht ab, Edel? Alle auf 20% oder so. Lupin habe ich noch nie geguckt. Was war das nochmal? Edel, was ist mit dir mit der P, Junge? Geh nix, ne? Und Bionic, Dankeschön für den Restart im 7. Monat. Einen guten Wunder. Hallo, Hukulu. Dankeschön, Bruder. Und wunderschönen guten Tag. Ja, vom Mandalorian brauchen wir gar nicht anfangen. Habe ich zwar die letzten Folgen noch nicht geguckt, werde ich aber nachholen. Und ich werde mir die Serie auf jeden Fall nochmal komplett von Anfang an gucken. Komm, Chat, wir schaffen es. Stimmt ab. Nein, nicht den letzten Kreis auswählen. Wann Harry Potter Watch Party? Ach, das gibt es ja auch noch, ne? Ich glaube, das ist ein bisschen langweilig ohne Cam so. Scheiße, der hat gewonnen. Hab gestern RP gehabt, USA. Aber ich komme wieder safe, hab neuen Charakter zusammengebaut. Auf Unity? Nein. So. Halt die Klappe. VOD hat Sound, wir gehen in eine Pommes. Das muss ich noch checken auf jeden Fall. Was musst du checken? Neuen Charakter oder was? Komm doch mit deinem Mad-Season einfach auf Unity, Edel. Was hältst du denn davon? Warum rennt ihr da auf so hässlichen 5M-Servern rum? Ja, ja, ja. Es geht ab, RZA. Wollte er ja so. Mami! Mami! Papi war der Beste. Ich habe aus seiner Kutte eine Tischdecke gemacht. Atares, vielen lieben Dank für den Resub im 3. Monat. Kann ich das Taschentuch kaufen, was du gerade benutzt? Hast du klar? Ne, Mucke ist nicht alle. Wir gehen in die Pommes jetzt. Bobby, so lange Freundschaft, plötzlich war er nicht mehr da. Ist so. Bäh. Oui.